an die Kommentarfunktion im YouTube-Stream, weil da könnt ihr Fragen stellen, die landen dann hier bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass es da jede Menge gibt, denn ich habe jetzt von der Hochschule Harz Annalena Schuh hier aus dem Marketing. Was genau, Richtig, hallo. Was genau machst du da? Ich bin normalerweise in der Online-Redaktion, das heißt, ich betreue unsere sozialen Medien und ja, bespiele das, bin unter anderem halt auch für den Blog zuständig, dort Beiträge zu verfassen und einzustellen, und das ist so meine Aufgabe bei uns. Ich habe den Eindruck, dass es noch nicht so lange her ist, dass du orientierungslos in einer Schulklasse saßt und nicht wusstest, was du machen solltest. Das stimmt, ich habe 2016 selbst mein Abitur erst gemacht und ja, habe jetzt auch erst frisch bei der Hochschule angefangen im Sommer, habe selbst zuvor dort studiert und bin im Sommer 2021 fertig geworden. Vielleicht können wir dich einfach gleich benutzen, dass du uns einfach mal deinen Weg erzählst. Wie ist das für dich gelaufen nach dem Abitur? Ja, nach dem Abitur habe ich als erstes überlegt, was mache ich jetzt? Was kann man alles machen? Und merkt ihr, so kribbelt das doch bei euch in den Bäuchen wahrscheinlich auch gerade rum. Was soll ich machen? Alle geben mir auf den Geist, sie haben mir was einfallen lassen. Was war der Impuls für dich dann? Ne, ich habe mich erstmal für ein Auslandsjahr entschieden, war als Au-pair in Paris. Und dann wollte ich natürlich irgendwas mit Französisch machen, weil mir die Sprache gefallen hat. Und bin dann auf International Tourism Studies an der Hochschule Harz gestoßen, wo man auch ein Auslandsjahr im Ausland verbringt. Und das halt an einer französischsprachigen Uni. Und das war für mich nachher der Grund, warum ich an die Hochschule Harz gegangen bin. Einfach aufgrund dieser Diversität der verschiedenen Studiengänge und dass ich dort halt einfach den Französischwunsch doch noch verwirklichen kann. International Tourism Studies. Richtig. Wie heißt denn das, wenn wir jetzt hier in Ilsenburg oder in Wernigerode auf dem Marktplatz sind? Internationales Tourismusmanagement. Was macht man da genau? Ja. Das ist im Endeffekt ein BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Tourismus. Das heißt, es gibt wirklich die klassischen Grundlagen von Wirtschaftsmathematik, Controlling, Marketing. Also wirklich ein klassisches BWL-Studium, die ersten vier Semester oder die ersten zwei bis vier Semester. Und dann vertieft man sich in die Richtung, die man möchte. Also beispielsweise Destinationsmanagement oder Tourismusmarketing hatte ich. Das ist ganz divers, Hotellerie, also das ist ganz unterschiedliche Vertiefungsrichtungen, die man dann eingeht und wirklich eher auf den Tourismus spezialisiert dann. Und das ist ja nicht das Einzige, was man an der Hochschule Harz alles studieren kann. Das stimmt, das ist nur Einfachbereich. Bin ich oder gespannt. Das gehört nur zu Einfachbereich. Da bin ich gespannt, was du noch so zusammenfassen kannst. Ja. Also International Tourism Studies gehört zum Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Da haben wir auch ganz klassische Studiengänge wie Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftspsychologie. Ist ein etwas besonderer Studiengang, aber wir haben noch zwei weitere Fachbereiche, einen in Wernigerode noch, Automatisierung und Informatik. Da kann man zum Beispiel Informatik oder Medieninformatik, Wirtschaftsingenieurswesen studieren, und in Halberstadt haben wir noch einen Fachbereich Verwaltungswissenschaften. Da kann man beispielsweise öffentliche Verwaltung studieren oder Verwaltungsökonomie im Bachelor. Was würdest du empfehlen? Welchen Campus? Campus Wernigerode, Campus Halberstadt? Beide sehr schön. Also da gibt es keine Präferenzen. Gibt es auch nicht so eine Art Battle oder so zwischen diesen beiden Abteilungen? Nee, tatsächlich verstehen wir uns ziemlich gut und versuchen halt auch immer zusammen zu kooperieren. Also wenn es Veranstaltungen in Wernigerode gibt, dann gibt es auch Shuttle aus Halberstadt, dass die herkommen. Wenn es Veranstaltungen in Halberstadt gibt, gibt es Shuttle aus Wernigerode. Ja. Klingt wie in so einem amerikanischen Highschool-Film so ein bisschen. Ist es so? Ja, tatsächlich kann man sich das teilweise ein bisschen so vorstellen. Also es gibt halt viele studentische Initiativen, wo man sich engagieren kann und dadurch halt auch super viele Leute kennenlernt. Es geht in ganz verschiedene Interessensgruppen, von sportlichen Initiativen, musikalischen. Es gibt eine Theatergruppe, es gibt einen Chor, es gibt eine Gruppe, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen befasst. Also wo man sich engagieren möchte, kann man sich engagieren. Bevor diejenigen jetzt hier vielleicht aussteigen, die jetzt hier auch uns verfolgen, die jetzt nicht demnächst das Abitur ablegen, muss man ein Abitur haben, um an die Hochschule zu kommen? Das ist unterschiedlich. Also man braucht eine Hochschulzugangsberechtigung, so heißt es offiziell. Und das ist entweder das normale, in Anführungsstrichen, Abitur oder auch das Fachabitur. Damit kann man auch zugelassen werden bei uns. Okay. Wie funktioniert das mit der Bewerbung online? Da scheinst du ja dich perfekt auszukennen. Ja, das ist ganz einfach. Wir haben auf unserer Website www.hs-harz.de eine Unterseite, die heißt Bewerber oder Bewerbungsinformationen. Und da kann man sich dann direkt online bewerben. Das reicht man ein und dann kriegt man einen Bescheid, dass man zugelassen ist, wenn man zugelassen ist, was meistens hoffentlich der Fall ist. Und dann schickt man wieder das postalisch noch einmal zurück. Also der letzte Schritt ist dann postalisch, auch mit den Zeugnissen. Aber an für sich geht das am Anfang alles online. Zeugnisse hat bei mir gerade ein kleines Zucken ausgelöst. Wie warst du in der Schule? Ich war ganz okay. Also ich hatte einen Schnitt von 2 Komma. Ja. 2 Komma heißt 2 Komma. Also jetzt ohne Quatsch,
so ein abschreckendes Ding ist ja auch immer, dass man irgendwie da Zugangsbeschränkungen hat, wenn man nicht gut genug ist, etc. Das ist aber unterschiedlich, weil wir haben auch zulassungsfreie Studiengänge, da wird man zugelassen, und wir haben zulassungsbeschränkte Studiengänge, da schwankt der NC natürlich ein bisschen. Okay. Also ich selbst hatte einen Schnitt von 2,1 und wurde zugelassen, aber meistens liegt der NC bei den meisten Studiengängen so ungefähr bis 2,5, aber es variiert halt pro Studiengang, pro Jahr, da kann man keine genauen Aussagen jährlich treffen. Du, ist ja die Konkurrenz in Sachsen-Anhalt relativ groß. In Halle hat man eine geile Uni, in Magdeburg gibt es verschiedene Möglichkeiten auch zu studieren, dann noch einige kleinere Standorte. Was ist denn das ganz Besondere an der Hochschule Harz? Ja, das kann ich natürlich auch aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Deshalb bist du hier. Das ist der absolute familiäre Zusammenhalt. Also es ist einfach, man läuft über den Campus, man trifft jemanden, man kennt jemanden. Wir sind insgesamt 3200 Studierende und trotzdem ist es ein sehr familiäres Gefühl. Auch in den Vorlesungen, es sind meistens so 20 bis 30 Personen pro Vorlesung. Das heißt, es ist nicht diese Frontalbeschallung, mir wird was erzählt, sondern ich kann auch einfach Fragen stellen. Ich kann nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Dann gibt es Tutorien, das ist sowas wie in Anführungsstrichen Nachhilfe, wo aber im Endeffekt jeder hingeht, wo Studierenden anderen Studierenden etwas beibringen, also die aus dem höheren Semester, wo man dann quasi nochmal in Wirtschaftsmathe die Aufgaben durchrechnet. Und so lernt man halt auch einfach sehr viele Leute kennen, dann natürlich auch beim aktiven Campusleben. Und was mir persönlich noch sehr gut gefallen hat, ist der Praxisbezug. Also wir hatten sehr viele praktische Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Marketingkonzeption für ein Hotel in der Region gemacht und das ist in jedem Studiengang vorhanden. Gibt es eigentlich, wenn man auf dem Campus Wernigerode zum Beispiel ist, geile Möglichkeiten auch im Studentenwohnheim zu wohnen und so? Wie ist das? Ja. Wir haben auf dem Campus selbst 4 Wohnheime und ein Wohnheim noch in Wernigerode selbst in der Stadt. Und da kann man sich einfach drauf bewerben und dann wohnt man wirklich direkt auf dem Campus. Also das ist eigentlich das Idealste, was man machen kann. Weil es geht ja auch um Menschen jetzt, die uns hier zuschauen, die in der Harzregion unterwegs sind. Ja. Ist ja dann doch größer. Du würdest wahrscheinlich auch empfehlen, dann nicht zu Hause zu bleiben, sondern lieber ins Wohnheim zu gehen? Ich würde schon empfehlen, selbst dorthin zu ziehen. Da kriegt man doch nochmal einiges mehr mit. Gibt es eigentlich so besondere Abgänger oder Abgängerinnen irgendwie, die ihr so an der Hochschule Harz vor euch hertragt, auf die ihr besonders stolz seid, die irgendwie schon bei euch was absolviert haben und dann was Krasses geschafft haben in der Welt? Da haben wir tatsächlich einige. Da berichten wir auch immer wieder drüber auf unseren sozialen Medien oder unserem Blog. Auch da haben wir sehr viel darüber berichtet. Mach mal Name-Dropping. Name-Dropping würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Okay. Aber wir haben auch jetzt letztens erst unser Augenblick-Magazin rausgebracht und da waren auch wieder 5 Erfolgsgeschichten von Absolventinnen und Absolventen drin. Also da kann man auch online nochmal auf unserer Website reinschauen. Einige haben Unternehmen gegründet, andere haben tolle Sachen gemacht. Also es gibt schon sehr viele Absolventinnen und Absolventen, die viel erreicht haben. Ich bleibe da dran. Ich bin da so ein richtiger Wadenbeißer. Unternehmen gegründet, heißt das, man kann bei euch ein Studium absolvieren und ist am Ende vielleicht auch Millionär geworden mit dem, was man bei euch gelernt hat? Vielleicht ja. Sensationsdiplomatie-Antwort, das finde ich ja ganz großartig. Dein schönstes Erlebnis an der Uni mal so einfach was ganz Privates oder so, was du besonders gut fandest, was so ein bisschen entspannter klingt als der ganze offizielle Kram, den wir hier gerade absolviert haben. Ich glaube, mein schönstes Erlebnis war meine Zeit im Studierendenrat. Also da habe ich mich über 2 Semester engagiert und dadurch bin ich so tief ins Hochschulleben eingetaucht, dass ich wirklich gar nicht mehr die Lust hatte, erstmal wieder wegzugehen, weil es einfach sehr, sehr schön war. Ja, also die komplette Zeit. Wir hatten ja vor wenigen Minuten hier noch den Landrat, der hat hier sehr ausführlich im Gespräch mit Susi Brandt irgendwie agiert. Ich habe den Eindruck, solltest du in 10 Jahren dieses Amt anstreben, da sitzen ein paar von denen, die da unter Umständen dir die Stimme geben können. Aber ich nehme nicht an, dass du ein politisches Amt anstrebst. Derzeit nicht, weil derzeit möchte ich ja natürlich in der Hochschule sein. Derzeit nicht ist eine krasse Antwort. Habt ihr was gemerkt? Da ist auf jeden Fall noch jede Menge Idee in deinem Kopf. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ja, okay. Was gibt es denn in der Zukunft vielleicht? Gibt es irgendwelche neuen Projekte, neue Studiengänge oder sowas, was demnächst noch kommt? Ja, wir haben natürlich immer wieder neue Studiengänge, die dazukommen. Jetzt zum Wintersemester haben wir wieder einen neuen Studiengang, der an den Start gehen soll, nachhaltiges Management. Und ja, wir hatten jetzt zum vorletzten Wintersemester einen neuen Studiengang, Marketing Management. Aber auch in den anderen Fachbereichen gibt es immer wieder neue Studiengänge. Also es entwickelt sich an für sich immer weiter. Das kann man generell so sagen, es kommen immer wieder junge Profs dazu und es ist eine sehr dynamische Hochschule. Okay.
Ich danke an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr ja gemerkt, dass ich noch keine Augenzwinkerfrage gestellt habe. Aber das liegt daran, dass es noch gar keine gibt. Mir ist nämlich keine übermittelt worden. Es sei denn, wüsstest du eine Augenzwinkerfrage? Nee, weiß ich genau. Wir haben eine andere Frage gestellt bekommen. Und zwar Dankeschön dafür. Was kostet so ein Zimmer auf dem Campus im Wohnheim? Das ist natürlich unterschiedlich. Also wir haben halt entweder Einzelwohnungen oder WGs, Zweier- bis Dreier-WGs. Aber im Schnitt ist es doch sehr günstig, in Wernigerode zu leben. Also damit lasse ich dich nicht weg. Also nee, sag mal von A bis... Ich hätte jetzt auch Zahlen genannt. Okay. Ich sag mal so im Schnitt zwischen 200 bis 300 Euro, wobei 300 schon relativ viel ist, sage ich mal so. Ja. Aber es ist doch... ziemlich günstig. Um sowas zu bezahlen, muss man ja vielleicht neben dem Studieren vielleicht auch noch einen Job machen oder so. Wie ist das in deiner Wahrnehmung in dieser Region und für die Hochschule Harz? Absolut möglich. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die immer wieder Stellen ausschreiben für Studierende, auch bei uns selbst. Beim Career Center werden Stellen ausgeschrieben, aber auch an der Hochschule. Also ich selbst habe auch während meines Studiums 2,5 Jahre an der Hochschule gearbeitet und habe da halt einmal für eine Dozentin gearbeitet und einmal in dem Dezernat, wo ich jetzt tätig bin. Und da konnte man nebenbei halt wirklich dann angemessen Kohle verdienen, um zu wohnen und zu leben? Absolut. Okay. Wo trifft man eigentlich die Studierenden? Gibt es sowas wie einen speziellen Hotspot, wo man sich trifft? Auf der Wiese. Zumindest in Wernigerode. Was? Wo in jetzt? Wernigerode ist im Bürgerpark oder was? Nein, auf der Wiese auf dem Wernigeroder Campus. Also unser Campus ist ziemlich, ziemlich groß und ziemlich grün. Wir haben einen eigenen Campusteich, ein Volleyballfeld, einen Fitnesspark und dort wird im Sommer oft zusammengesessen. Okay. Ja. So Nebentätigkeiten, die man alle so machen kann, wenn ihr sagt Volleyballfeld, ihr habt wahrscheinlich dann auch krasse Sportmannschaften, die an Wettbewerben teilnehmen oder so? Das nicht, aber wir haben Hochschulsport. Also man kann sich bei uns pro Semester immer einschreiben für verschiedene Sportkurse und das wird von Studierenden für Studierende gemacht. Das heißt, wenn ich mich beim Volleyball anmelde, kann das bei mir, was zum Beispiel so meine Mitbewohner hat den Kurs geleitet. Das sind wirklich Studierende, die für andere Studierende Sportkurse geben und das ist doch ein ziemlich breites Angebot, was es dort gibt. Also das geht von Mannschaftssport zum Einzelsport, dass wir einen Fitnesskeller auf dem Campus haben, wo man trainieren gehen kann. Sehr viele unterschiedliche Sachen. Habt ihr jetzt gerade den Eindruck, dass ihr schon so ein halbes Semester absolviert habt an der Hochschule Harz, und zwar auf dem Campus in Wernigerode, genauso wie auf dem Campus in Halberstadt? Also ich schon. Das war wirklich eine sensationelle Reise. Vielen Dank. Gibt es eigentlich irgendwas, was nicht funktioniert? Gibt es gerade irgendein Problem, was vielleicht auch jemand lösen müsste oder könnte, der sich jetzt hier vielleicht interessiert für eure Hochschule? Es läuft alles klar. Es läuft sehr gut auf jeden Fall. Also es macht einfach Spaß, dort zu studieren. Ja, gibt es eigentlich mehr Jungs oder Mädchen, Anna? Tatsächlich mehr Mädchen. Aha. Aber es liegt, glaube ich, an der Fachbereichsaufteilung. Ja, okay. Also das kann jeder von euch selber bewerten, ob es denn geil ist, zu einer Hochschule zu gehen, entweder in Halberstadt oder aber auch in Wernigerode, wo man dann irgendwann einfach mal nur sein Mountainbike nimmt, den Brocken hoch und runter fährt und dann einfach zwischen viel mehr Mädchen als Jungs irgendwie weiter das studentische Leben genießt. Ich danke für diesen großartigen Einblick. Ich verweise natürlich auch auf die Möglichkeit, dass jetzt auch noch Fragen immer möglich sind in der Kommentarspalte vom YouTube-Stream, weil die werden dann weitergegeben an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und bei anderen Fragen könnt ihr natürlich auch klicken, heimvorteil-harz.de. Liebe Annalena Schuh, wenn ich nicht so ein alter Sack wäre, ich würde nochmal anfangen zu studieren. Das hört sich echt toll an. Das Dankeschön. Kann man immer wieder. Demnächst der Rentner in der letzten Bank an der Hochschule Harz. Vielen Dank.